Saal B, das Augustin Filmjournal. Du sprichst vom 21.12.2012. Wie bereitest du dich auf die Katastrophe vor, beziehungsweise was für eine Katastrophe wird das sein? Alle auf einmal. Flut, Brand, Viren, Chemie, Radioaktivität. Die Voraussagen sind eindeutig. Oh mein Gott. Patrick von willüberleben.com. Pascal, hallo Patrick. Am 21. Dezember ist es soweit. 3 Tage vor Weihnachten geht die Welt unter. Oder soll sie untergehen? Denn in den Raum gestellt haben diverse Orakel das Ende aller Tage schon des Öfteren. Ob wahr oder nicht, interessant ist es im Kino in Sachen Weltuntergang derzeit ruhig. Roland Emmerich inszenierte das Ende der Welt schon vor 2 Jahren in seinem überladenen Thriller 2012 und seither ist kaum Neues nachgekommen. Umso spannender, dass die einzige Produktion, die sich mit dem herannahenden Ende auseinandersetzt, aus Österreich kommt. Endlich Weltuntergang heißt die Bonusfilmproduktion, die sich dem Thema einerseits von der komödiantischen Seite nähert und sich im Nachhinein dann aber doch als Drama herausstellt. Regie geführt hat Barbara Gräftner. Zu sehen sind unter anderem Christian Strasser und Peter Pertussini. Und wir bringen die Wahrheit über die Gesellschaft ans Licht. Was werden die Menschen retten? Das ist nämlich das, was mich wirklich interessiert. Jetzt zeigt sich nämlich der wahre Wert unserer Gesellschaft. Interessant an Endlich Weltuntergang ist, dass der Weltuntergang nur als ferne Drohung am Horizont vorkommt. Die Handlung ist ein buntes Gemisch aus Absurditäten, die damit beginnen, dass ein 3-köpfiges Team von Dokumentarfilmern, bestehend aus einer Regisseurin, einem Ton- und einem Kameramann, einen Film über den Weltuntergang drehen wollen. Sie begleiten George, einen Börsenspekulanten, und seine Freunde bei ihren Vorbereitungen auf den Tag X. Sie ziehen auf ein Jagdschloss, um den angrenzenden Stollen in einen Überlebensbunker umzubauen. Dort, so sind sie überzeugt, werden sie den Weltuntergang überleben. Wir haben die geilsten Protagonisten. 5 Leute, die suchen sich eine Höhle, bauen es als Bunker aus und wollen dort überleben. Weltuntergang, Klappe, die erste. So geil! Knapp 180.000 Euro hat Endlich Weltuntergang gekostet und das Geld sei von Edmund Sackbauers Leinwandabenteuern übrig geblieben. Gedreht wurde der Film im Dogma-Stil von Bonusfilmproduzent und Kameramann Robert Winkler. Wir haben ein sehr knappes Budget gehabt und das hat dann mehrere Sachen bedingt. Zum Beispiel, dass man nicht viele Locations haben kann, sondern dass man möglichst sich auf eine Location reduziert, dass man wenig Schauspieler hat und die aber ständig zur Verfügung hat, dass man nicht durch Drehplanschachtelungen dauernd gezwungen ist, Drehpläne zu gestalten, was es unwirtschaftlich wird. Das heißt, es war das Ziel, die ganze Geschichte an einer Location spielen zu lassen und alle Schauspieler innerhalb dieser kurzen Zeit, was ja auch möglich ist, immer dort zu haben. So wie so ein, wie soll man sagen, ein Pfadfinderlager. Und so ist dann der Film auch, so kriegt man da einfach ein sehr hohes Arbeitspensum zusammen, weil man auch abseits der Dreharbeiten dann am Abend immer bespricht, ohne dass man jetzt das als Vorbereitung empfindet und so. Ne? Und dann ist man dann beim Drehen sehr schnell, weil man sich ja ständig an der Location befindet und ständig, wenn man durch die Location durchgeht, irgendwie sieht, wo man was machen könnte, wenn es schnell gehen muss. Das heißt, wenn es regnet, machen wir da schnell was. Und schön ist, gehen wir aus auf die Wiesen. Also das waren ein paar so Parameter, die haben dort halt zusammengepasst, wo wir das Motiv gefunden haben. Der Film Endlich Weltuntergang, irgendwie hat man den Eindruck, als wäre der Weltuntergang eigentlich keine globale Geschichte, sondern eine ziemlich persönliche, wenn man den Film gesehen hat. Darum geht es im Film, genau um das. Also dass die Apokalypse uns allen innewohnt und wir uns selber dazu bringen müssen, eben nicht unterzugehen. Und die Figuren im Film schaffen das oder schaffen es nicht. Es ist momentan der einzige Film im Kino, der sich mit dem Thema Weltuntergang auseinandersetzt. Wie seid ihr auf das Thema gekommen? Die Dreharbeiten waren ja relativ knapp, bevor er ins Kino kommt. Nein, wir haben im September gedreht, in 9 Tagen, im Dogma-Stil, also wie wir das schon von meinem Russland gewohnt waren, haben wir gewusst, wir können so schnell arbeiten. Und das Thema Weltuntergang hat sich einfach aufgedrängt, weil wir gewusst haben, wenn wir es bis zum Dezember schaffen, einen Film ins Kino zu bringen, sind wir die Einzigen, die zu dem Thema einen Film im Kino haben. Und wenn da eine Welle entsteht, eine mediale, können wir vielleicht lässig mitsurfen. Wie habt ihr da das Drehbuch erarbeitet? Das ist relativ komplex. Von den Dialogen her, ist da alles, was im Film war, schon drin gestanden oder ist da viel improvisiert worden? Es ist immer so, man schreibt ein Drehbuch mit allen ausgeschriebenen Dialogen, dann wird dazu improvisiert und interessanterweise ist es dann so, dass es beim Schnitt das Improvisierte meistens wieder rausfällt und eben am Kern der Geschichte
haften geblieben wird, der im Drehbuch eben gesteckt ist. Das ist ein interessanter Effekt, den wir schon bei mehreren Filmen beobachtet haben. Also, aber obwohl es das Improvisieren total wichtig ist, um den Rhythmus und die Stimmung und das Tempo alles zu kriegen, wo man dann aber trotzdem nur noch den Kern der Geschichte auserkitzelt, der schon im Drehbuch gestanden ist. Ein Film, der 180.000 Euro kostet, wie viele Leute muss der ins Kino locken in Österreich, damit er sich rentiert oder beziehungsweise kein Verlust ist? Naja, die Frage ist, wie man das rechnet. Rechnet man den Film so, was für Boxoffice er machen muss, dann rechnet man, sagen wir mal, mit 8 Euro pro Karte, dann tut man das dividieren, dann kriegt man halt, ich weiß nicht, 20.000, 25.000 Zuschauer. Wenn ich das rechne aus Produzentensicht, wo ich sage, mir bleibt 2 Euro pro Karte, dann kann man das einfach durch 2 dividieren. Das heißt, 90.000 müssen ins Kino. Was ein Wunschtraum ist, vielleicht gelingt einmal so ein goldener Schuss, wo man sagt, der hat genau gepasst und das ist den Nerv der Zeit getroffen und da laufen sie jetzt alle rein. Aber das ist halt auch immer ein bisschen ein Glücksspiel, dass auch ein guter Film muss auch zur richtigen Zeit rauskommen. Wir haben den Film eingereicht zur Förderung und er ist natürlich abgelehnt worden, weil es ist schwierig zu verstehen, das Thema. Und dann sind wir vor der Wahl gestanden, den Film einfach jetzt nicht zu machen und die Chance des Weltuntergangs sozusagen auch uns zu bereichern, verstreichen zu lassen. Oder ob wir die Referenzmittel, die wir uns durch die Erfolge von Mundl erarbeitet haben, einsetzen, um den Film zu realisieren. Und da sind halt noch 180.000 übergeblieben und die haben wir halt eingesetzt. Melvin, kannst du dich jetzt kurz vorstellen, ja, was du machst, ja, und Frage immer mitnehmen? Ja. Und genau. Also, mein Name ist Melvin und ich bin... Sag schon deinen Namen. Du hast da was. Du sollst deinen Namen sagen. Also, ja, habe ich gerade gesagt. Ja, also weiter. Also, mein Name ist Melvin und ich bin vom Beruf Steward. Bin ich. Was bist du? Steward bin ich. Na, ne? Du bist ein Schnappstupster. Ja, ja, ein Steward bin ich. Und meine Hobbys sind... Was sind deine Hobbys? Ich bin Rapid-Fan. Du bist ein Rapid-Fan? Ja. Du bist ein Nazi. Und du darfst nicht ins Stadion. Ja, du hast Stadionverbot. Wieso? Du hast diese Leuchtstäbe da angezündet. Du, ja, bist so deppert, ja? Ja, ja, ja. Ich bin Favoritist in einem Quartett. Bin ich. Also Weltuntergang. Weltuntergang stelle ich mir so vor, dass ich... Nicht, dass du das war. Ja. Ich allein. Allein? Ja. Allein? Nein, nicht ganz allein. Ich bin mit dir natürlich, oder? Nein, hallo? Gott. Wieso? Wo bin ich? Ich. Du wirst mich zurücklassen. Da hätte ich dann endlich Ruhe. Der Weltuntergang, so hat es letztlich den Anschein, ist kein globales Ereignis, sondern eine recht persönliche Geschichte. Am Ende eskalieren die Ereignisse. Nicht alle Protagonisten werden die Zeit vor dem Weltuntergang überleben. Und wenn der Abspann kommt, ist der Weltuntergang auch nicht mehr wirklich wichtig. Barbara Kräftner und dem Team ist mit Endlich Weltuntergang ein Film gelungen, der sich dem Thema erfreulich entspannt nähert und ab 14. Dezember im Kino zu sehen sein wird. Für hoffentlich länger als eine Woche. Saal B, das Augustin-Filmjournal.